Ich kann was einfordern. So, wir sagen nicht, du hast schon wieder 5 Punkte mehr als ich irgendwie. Ja, ich kann das einfordern. Ich krieg 4 Paragon-Punkte. Yeah! Wieso hast du 4? Wieso hast du 5 Punkte mehr als ich? Was hast du schon wieder gemacht, als ich nicht hingeguckt habe? Ich bin beliebter als du. Guck mal, jedes Mal, Daniel, wenn ich eine heroische Tat mache, dann flippen die Leute aus. Ey, guck mal, das ist der Schurkenbonus. Wenn ich was Gutes mache, ist das viel effektiver, als wenn irgendein guter Fuzzi das. Weil ich ein böser Untotenbeschwörer bin. Boah. Boah, dann packe ich mal alles in Stärke rein, yeah. Oh, so viel Stärke. Oh. Ja, wenn du damit fertig bist, dann teleportiere ich zu den Albtraum Dungeon. Verdammt, wo ist denn das jetzt schon wieder? Ah, ich sofort. Zuflucht der Abtrünnigen war das, ne? Was haben wir denn da? Glaub, ja. Verkürzte Abklingzeit bei Tötungen, verstärkte Elite-Gegner, schnelle Monsterangriffe, Rüstungsbrecher. Also, das klingt jetzt nicht nach irgendwie so, da ist ein Blitz, der euch tötet. Also, guck mal. Was war das? Level 19? Ja. Oh. Mal schauen. Wird schon klappen. Ja. Packen aus, gut. Ja. Zwei, eins. Na dann mal los. Ah, tötet die Hüter 3. Guck mal. Level 73. Na klar. Wow. Man hat ja schon wieder erhöht Leben. Ich muss warten. Ich habe keine Wut mehr. Oh Gott. Okay. Altstein, Albtraum-Siegel. Ich hab schon direkt was gefunden. Was? Also der da. Oh Gott. Er leuchtet lila. Ja, die müssen sofort weggehen. Hey, wie geht eure Schwester? Ja, schleich mich von hinten an. Aha. Ich muss warten. Den wollte ich gerade nicht direkt. Okay. Ein verbotenes Albtraum-Siegel. Ja, verbotene Stadt. Yay. Wo ist denn der erste Boss? Na, sehen können, wie schwer hier ist. Ich muss warten. Das sind ja nie wirklich so das große Problem, ne? Ich meine, die Mini-Bosse hier. Ja, okay, die Elite-Gegner, ja. Ja, genau. Die sind meistens immer die Stolpersteine hier. Okay, ist da irgendwie so ein Schadenswiderstand-Ding-Typ oder so, weil der hält ganz schön was aus hier. Ich bin noch nicht. Weil ich. Schau ich mal um hier. Ja. Gott. Der ist schon wieder so viel aus. Ich bin noch. Die halten ganz schön was aus, finde ich. Vielleicht nicht überhaupt.
Nee, diese blöden Blitze gehen mir auf den Keks. Geh weg. Nein, die machen so viel Schaden. Ich ignoriere die immer und das ist das Problem hier. Ich muss warten. Anfänger, Daniel, du hast ihn getötet. Ich bin noch nicht bereit. Er muss halt auf alles gefasst sein. Oder da stand Anhänger, weiß ich nicht. Praktikant. Aber davon. So. Und ich kann, nee. Der sah so wichtig aus, war er aber nicht. Ja. Er denkt, die Leute bestimmt aber auch über uns. Ja. Okay, jetzt wieder so. Ah, geh weg. Der versucht mich von hinten mit ganz schleichen hier. Was top. Hey. Mein Gott, was hält der so viel aus, der Ritter? Der war ja so ein lederner. Ja, aber der ist schon lange tot. Töte 1000 Ritter. Mutiger Knappe. Wo sind eure Botze? Kommt gefällt her. Buddisch. Wahrscheinlich alle an einen Ort, ey. Und alle drauf einmal kämpfen. Schlechter habe ich auch jetzt. Ins Gesicht. Oh nein. Ich bin noch nicht bereit. Donk. 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 Die warten alle an der Treppe. Ah, gerade sind wir uns in der Jetzt bin ich extra da rumgelaufen, hat er seine Dinger da eigentlich. Ich bin noch nicht. Die Blitze machen Aua. Ich kann ja nirgendwo dahin. Eure Chefs. Wir möchten mit denen reden. Oh Gott. Aber jetzt auch kein nerviges Gimmick. Ist gut. Ersten Boss, Elite Gegner, was auch immer. Oh Gott, der hat ein Schild.
Autsch! Boah! Ich hab da eingefroren, ey. Bloß weg da von denen, ey. Was war das? Oh! Autsch! Was hat mich jetzt schon wieder gebracht? Wo bist du? Ich bin hier noch an der Treppe da. Aber. Ich hab nicht mal ansatzweise mitgekriegt, was mich da gekillt hat. Da kam auf einmal ein Blitz von oben. Ja, sind schon wieder diese weißen Kreise, die du nie siehst. Ich sehe die nicht. Gib mir noch. Gib mir ein paar Sekunden. Ich sehe schon. Der Boss ist gerade nicht hinter mir, ja, also. Nur die kleinen Leute hier kurz weg. Mein Gott, was ist denn für ein Schild? So. Jetzt zu dir. Wir halten viel aus, diese blöden Ritter. So. Und jetzt auf jeden. Ah, da werden schon wieder neue Leute gerufen, ey. Ist klar. Aber ich habe noch zwei Tränke, sehe ich gerade. Wie ist das passiert? Ich bin noch nicht bereit. Weißer Blitz, weißer Blitz. Oh Gott, fällt noch mal! Warte, kriege ich den? Ja, genau die Dinger. Siehst du sie nicht? Ja, ich sehe die aber nicht, wenn die auftauchen. Nee, jetzt ist es gefaked. Siehst du sie nicht? Nee. Ich bin darauf konzentriert, den Gegner anzugreifen. Ah, oh Gott, oh, ey. Ja, jetzt wurde ich auch bei einem getroffen. Aua, aua. Ich habe keine Tränke mehr, also. Ich bin frei, bis ich frei jetzt. Ah. Ah. Mach ihn alle. Okay. So, komm her, du lilaner Typ. Ich bin noch nicht bereit. Verstehe nicht, wie du ihn nicht sehen kannst. Ey. Sind bei mir voll leuchtend, ey. Ich habe die nicht im Fokus, habe ich die halt. Ich sehe nur auf meinen Charakter oder auf den Gegner. Das ist zu viel Stimulus für mich, wenn ich jetzt auch noch auf die Aide gehe. Die sehe ich meistens auch nicht. Ah. Ist ja einfach ein Boss reingeschleicht. Ey. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott, ich bin angekettet. Wenn ich von den Blitzen getroffen werde, geh weg. Oh, keine Tränke mehr. Und dann lass mal ein paar Tränke, Leute. Autsch, verbrannt. Dafür gibt es hier so ein Blitz, ist klar. Ich gebe ihm, ich gebe ihm. Nein. Er gibt mir. Ich habe keine Tränke. Oh. Was, wer ist das denn? Oh, er ist tot, okay. Okay. Ich weiß nicht, wie ich noch am Leben bin. Ich sitze die ganze Zeit nur auf ein, zwei Tränke. Ja, ich bin tot, Gott. Diese weißen, das sind Eis-Dinger. Mein Blitzer. Ich bin noch nicht bereit. Geht weg von mir. Ah. Ich muss warten. Oh.
explodieren, ja. Okay. Oh Gott, was ist das hier? Wir sind doch schon die Dungeon hier zu töten. Ja, ist noch nicht mal weit. Ich dachte, wir haben einen Boss oder so. Oh gut. Also solange hier diese weißen Dinger am Boden sind, schaffen wir das, ne? So ich dachte. Das sind Eiskristalle oder so, ey. Scheiße. Ja, das sind so Kreise. Tauchen jetzt auf und dann irgendwann explodieren die irgendwie so weit. Ja. Dann müssen alle sterben. Alles klar, geil. Nein, das war gefährlich. Ja, das ist schon wieder ein eigenes hier. Und da bräuchten wir gerade irgendetwas. Eine komische Party macht ihr denn hier? Das ist irgendein Fetisch. Kann man euch denn befreien oder nicht? Ich bin noch nicht bereit. Okay, hier kommen jetzt wieder Gegner. Oh, heilige Stiefe. Ich bin noch nicht bereit. Wir sind heilig. Weg von den Stiefeln, die passen hier doch gar nicht. Okay. Oh, er ist tot. Hier, das habt ihr verdient. So, also. Ein Albtraum-Siegel, da steht Vermachtes. Da steht da sonst immer dahinter heilig oder so. Auf Vermachtes. Ach, das sind die über Level 21, über Level 20, glaube ich. Okay. Da müssen wir jetzt die Schwierigkeits Weltstufe 4 freischalten. Okay. Habe ich auch eins auf Level 21. Was? Ja, wenn wir den hierbei sehen, ey. Hier ist so ein einsamer Typ noch. Ecke. Stand hier einfach so in der Ecke, wir haben den übersehen. Warte mal, haben die irgendwas hinterlassen? Eine Truhe oder so? Ich bin noch nicht bereit. Eine Truhe, ja. Ah, okay. Da, ich sehe nichts. Später. Oh, ich habe wieder 9 Heiltränke, Gott sei Dank. Ich habe 11. Was? Ich habe 11 von 11. Wo sind die denn her? Weiß ich nicht, die habe ich schon letztes Mal gehabt. Wie geht das denn? Weiß ich nicht, da steht 11 von 11. Ich habe ein Paragon-Ding hier gespeichert oder irgendwie so. Das weiß ich nicht. Ja, war gar nicht. Ich muss warten. Ich hab ja trotzdem viel häufiger als du, also ist ja auch ein interessanter. Hat der einfach mit 2 Tränke mehr als ich. Oh,
Also er gibt euch ja erhöhtes Leben. Irgendwie ist ja niemand. Ich muss warten. Oh, ey, ja. War das? Ja, ich war im selben Raum. Oh, das ist aber so. Ah, das ist wieder dein Lieblingsangriff. Ja, cool. Ich muss warten. Oh Gott, direkt. Boah. Ah, ich komme nicht da an. Ich bin Steine. Schau. Schlag. Schau. Hallo? Ah, Schatzkammer-Schlüssel aufgesammelt. Jetzt ist einfach verschwunden. Ich habe einfach nicht den Fokus auf so kleine Sachen zu achten, wie diese komischen Eiskristalle, die auf einmal auftauchen. Ich muss warten. So unbedeutende Sachen. Die mich im Mund schocken können. Schon, ey. Ich will schon alles andere stecken, ey. Das wird voll unübersichtlich, ey. Ich bin noch nicht bereit. Noch ein Knacker, alles klar. So viele Leute auf einen Ort. Oh Gott, geh weg. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Weiß nicht, diese Blitze hier, die tue ich auch immer irgendwie nur als, weiß nicht, als optisch darstellen. Ja. Diese tödlichen Dinge sind nicht meiner. Ich denke irgendwie nicht darüber nach, dass die Blitze darüber die Schaden machen. Die sind meine Aufmerksamkeit nicht wert. Alles klar. Ich aktiviere das Ding hier. No, nein, aber nicht gut. Und wieder ein Ereignis, wie wir sind hier denn hier? Nee, das schon wieder aktiviert, Daniel. Ja, so eine Säule, aber da sind Gegner rausgekommen. Anstatt ein Bonus. Geister! Mehr Leute, habt ihr nicht dabei? Boah. Aber der Gegner. Boah. Ja, die habe ich alle zusammengezogen. Geil, ne? Dann habe ich gefegt. Die Gegner sind hier noch. Oh ja. Ich spawn da immer wieder. Sind ja keine Gegner mehr. Wie gesagt, Bonus auch nichts. So, als hätten wir Geldprobleme hier in diesem Spiel. Ja. Ja, ich habe mal meinen Thronplatz hier ein bisschen erweitert. Oh, geil, für Sachen. Ja. Wie so ein bisschen geordnet habe ich hier mit so eine Truhe habe ich jetzt hier mit so Edelsteine, eine Truhe ich mir mit so Waffen und so ein bisschen Ordnung reingebracht. Oh, geil. Ist immer noch unordentlich, aber ein bisschen ordentlicher. Ja, ich tu mal kurz ein Paragon-Punkt. Ja. So, fertig. Mein Gott, das ging schnell. Naja.
Haben wir schon mal die Schatzkammer auf. Was ist das? E plus? Hm. Ich verstehe kein Wort. Also okay. Was E plus? Scharfschütze der Gesetzlosen. Natürlich zum ersten Mal. Hey, yo, was geht? Na, auf Maul. Kann er sich schon wieder teleportieren? Wo ist der? Pass auf, da liege ich fallen. Ich werde da bestimmt reintreten. Ich bin noch nicht bereit. Ah, ist wieder weg. Weiß ich nicht, vielleicht wird er sich unsichtbar machen oder so. Oder ja. Ach, schaut immer drauf. Alter! Was, wie sollte der denn auf so viel Schaden genommen? Ich bin einmal da angefangen gewesen. Nochmal. Ne, diesmal hat er nicht so viel. Oh, legendärer heiliger Ring, yay! Na, warte mal hier. Groll, brodelt. Bring mal auf Level 5. Hier auf Level 5. Und dann tun wir mal hoch Level. Okay, boah, mein Inventar schon wieder so voll. Alles schlechter. Oh, neues Design. So. Was haben wir denn noch hier? Wir hatten einen Ring, der zwei Ultimates verstärkt. Oh, da kannst du. Hat er zwei Ultimates mit. Ja, genau. Wo habe ich denn die ganzen heiligen Ringe her zum Teufel? Weiß ich auch nicht. Daniel kann da nicht mitreden, ne? Die Lichtwach haben wir schon. Altstein, Stufe 20. Hm. Oh mein, was ist Gosglen? Altstein, ich meine, das hatten wir auch schon, ne? Senke des Elends. Heulende Höhle. Was hat mir mehr Tränke verleiht? Muss ich nicht. Tränke konnten wir noch nicht hochleveln, ne? Also auf Level 70. Einmal, oder? Als wir 60 waren oder so. Ich sehe irgendwie nicht, dass ich was mir mehr Tränke gibt hier. Keine Ahnung. Okay, Altstein hatten wir schon mal. Anscheinend. Altstein, was haben wir noch? Grinsen des Labyrinth hatten wir. Was habe ich denn noch? Ich habe, der blutgetränkter Fels hatten wir. Freue mich. Dann habe ich noch welche auf Level 15. Grabstätte der Verleugneten. Zuflucht der Abtrünnigen. Verbotene Stadt habe ich. Verbotene Stadt. Ja, das ist 21. Glockenturm von Sakara. Das kommt mir nicht bekannt vor. Das ist auch Stufe 19. Wo ist das? In Havesa. Glockenturm. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ja. Also jedenfalls nicht als Albtraum-Dungeon. Nein. Hatten wir noch nicht. Glockenturm okay. Von Sakara, ne? Ja. Da kriegst du was für Druide. Ja, kann man ja machen. Stufe 19 kannst du aktivieren, ne? Ja, genau. Ups, scheiße. Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Nein!
Warte ich doch noch kurz mein Inventar entleeren und so, ganz schnell. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen beschäftigt noch. Neues Design hier freischalten für meine Handschuhe oder was auch immer ist. Boah, ich muss mir mal ein paar Hosen anziehen. Der sieht irgendwie so aus, als würde er keine Hosen tragen. Zerstört, versunkene Glocke 2. Okay. Oh. Der Glocke im Uralturm. Gibt mir Ereignis. Jetzt schon. Alter. Wir sind gerade erst gespawnt. Ah, die sind explodiert. Ja, ich bin deine Seele. Pass auf, Daniel, du hast nicht so viele Tränke. Halt die Klappe. Aua! Aua! Ah! Was für eine Explosion? Ich muss warten. Nein. Ah, ich bin tot. Da bin ich ein Schleicher, oh nein. Hier sind überall Explosionen. Wo kommen die her? Das frage ich mich auch immer, Leute. Wahrscheinlich der Effekt von dieser blöden Dungeon hier. Ah ja, genau, wenn die Gegner sterben, hinterlassen die den Tod. Ja, das habe ich auch gemerkt, dankeschön. Nein, Daniel hat's erwischt. Ja, ich bin schon die ganze Zeit tot, ja. Was ist denn das passiert? Warte, ich hab's gleich. Pass auf, er hat einen Baumstamm. Ein Fleischlöser ist das. Eine Waffe, die Fleischlöser heißt, die Kaputtenbeleber. Das sieht so aus, als würde die Geisterlady deinen Geist beschwören hier. Ich beschwöre deinen Geist, Daniel. Ah, geil. Fehlt da noch einer. Aber nicht, ob ihr mal die Belohnung ab. Okay. So, gut. Alles klar, Gegner explodieren, habe ich gemerkt. Die ganze Zeit. Hier liegt eine Truhe. Was zum. Ja, der hat auch vorhin vorgelegen, du. Ah, der hat mich da reingeschubst. Da können wir ja so ein Leuchteputz, die halten wir blau reden. Ich bin noch nicht bereit. Dann gehe ich da rein. Ach, der schiebt mich denn da immer rein, ey. Dani, bist du das? Nein. Ich werde da die ganze Zeit reingezogen, ey. Willst du damit sagen, du wirst von mir angezogen? Ja. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ah, oh Gott. Dieser Enthusiasmus ins Gesicht und dann au. Oh, mein Gesicht. Ah. Und der Daniel, der kann sich wieder nirgendwo hin. Ey. Überall, wo ich hingehe, ist der Tod. Alles, was ich anfasse, stirbt. Ich darf jetzt bloß nicht pinkeln gehen. Ah. Ah. Ich muss immer wieder ausweichen. Ich weiche da hinten aus, nur damit. Ja, ich bekomme einen dicke Schaden. Oh, Blut von dem, Kapelle, ja. Hat diese Explosion wirklich Schaden? Ja, ja. Oh Gott, hier sind zu viele Gegner. Ich muss Tor. Meine. Ich hab sie alle zusammengezogen.
Alter, wie viele sind denn da? Ah, so viel. Ah, Daniel, lauf weg. Nein, oh. Oh Gott, die haben mich, die haben mich. Ja, die haben wieder deinen Lieblings angefangen. Die haben auf mich eingeprügelt, lass mich in Ruhe. Hier sind alle nicht am Ball. Oh Gott! Au, warum bin ich jetzt tot? Idiot! Wir sind alle der hinterhergelaufen. Ich hab die alle verfolgt, ey. Oh, fuck. Oh Gott. Okay, wer beliebt sich wieder? Ich mach schon. Okay. Das war ein bisschen unglücklich. Ja. Ich habe sofort den Rückzug angetreten, als ich gesehen habe, wie viele das waren. Und dann sind die mir alle hinterhergerannt. Ja, ich habe nur gesehen, wie die ganzen Dicken hier in deine Richtung gelaufen sind. Ja, ganz toll. Und dann bin ich irgendwie gestorben. Ich habe gar nicht gesehen, wo ich gestorben bin. Das Gefühl kenne ich überhaupt nicht. Na, versuchen wir nochmal. Dann gehen wir mal wieder rein, Daniel, ne? Ja. Hallöchen, na, erinnert ihr euch? Ja, sind wir alleine Lieblings angeführt. Ja. Autsch. Boah. Alter, wir haben diese Angriffe und dann noch diese blöden Explosionsangriffe. Alter, wann kommt ihr denn schon alle wieder zu mir? Geht weg, boah! Nein, ich wurde getrennt, hier ist eine Wand. Ja, toll, die sind schon wieder hinter mir jetzt. Zwei Elite Gegner, ey. Oder zwei mit Namen oder was weiß ich. Geht weg von mir. Ich bin noch nicht. Oh Gott, was? Da Hergeblieben. Ich hab keine Essenz mehr, was? Beachte mich. Passiert. Gott. Noch mal den Elite Gegner hier platt. Ich muss warten. Nein, da oben sind auch noch Gegner. Also ich glaube, ich habe schon, ich glaube, ich habe noch eine Gruppe hier gerade getriggert. So, eine ganz toll, Daniel, ganz toll. Autsch. Ah, Vorsicht. Au. Oh. Also, du lebst noch. Halt, geh doch mal weg mit der Scheiße. Na. Na, jetzt kommt der Quartiermeister ran. Wo bist du? Ich muss warten. Ja, bist du okay. Irgendjemand getötet. Geh weg. Oh Gott. Oh, oh Gott. Hey Daniel. Genau, er hat mich betäubt. Oh, Vorsicht. Was war den Dicken noch kaputt? Ja, du dämliches Vieh. Hey, ihr seht diese weißen Explosionsdinger, dann einige, ja, einige Leute explodieren in so grüne Giftpfützen. Dann noch diese roten, hier sind überall Explosionen, wo ich hingehe. Ja, Alter, das war heftig. Ja, da war noch nicht mal einer der Boss, ey, die wir erlegen mussten. Oh. Müssen wir nicht hier lang, Daniel? Da ist irgendwas zum Einsammeln. Ja. Ja, bisschen, ja. Ja, genau, da lang, ist mir egal. Ja, da gehen wir nicht. Ja, hier haben wir die Leute alle erledigt schon fast, ne? Wir schon mal nach die Glocke müssen wir zerstören. Au! Warum? Okay, der Typ, der nimmt keinen Schaden. Aber die Glocke. Ja, so, ich geb der Glocke. Die Glocke ist kaputt. Mission erledigt. Okay, das ist doch keine gute Idee. Ich hab die Tür aufgemacht. Okay, ich muss mal drin. Na, oh Gott. Ja, mein Golem ist tot. Nein. Oh Gott. Ja, hier. Wieder mit dem Baumschwert, tut so weh. Das ist glaube ich nicht geil. Ja, ja, genau dieser Angriff hier. Wenn er so eine Welle auslöst, macht so viel Schaden bei mir. Bonk. Der Uferschleicher, ey, geh weg von hier. Autsch, geh weg. Warum so viel Schaden?
Okay. So, das haben wir erledigt. Ab zur nächsten Glocke. Das ist auch gut, wir müssen uns eigentlich nur auf die Glocke hier konzentrieren. Das du immer, das war genau mit dem komischen, wer ist da, dieses Blutorakel, da mussten wir auch noch machen, das haben wir auch nicht geschafft. Die komischen Blutschirme müssen wir zerstören. Ja, aber hier sind, oh Gott, hier sind aber keine Blitze überall. Ganz töten, hier sind nur Explosionen. Ja, ganz toll. Ich geb der Glocke. Ding, ding. Die Glocke ist weg. Irgendwann hat mich gekillt. Ich bin auch weg. Aua. Irgendwann hat mich gekillt auf einmal. Was war das? Schon wieder so eine Eisexplosion? So. Okay. Ich hab nicht mitgekriegt. Ich sehe in dem Chaos nicht, was einen tötet. Ich auch nicht. So. Ob ich da reinkomme? Okay, meine Sekunde. Ich hatte dich doch fast belebt, glaube ich. Ja, aber fast ist leider nicht genug, Daniel. Ich komm schon. Ja. Ich zeig dir, wie das geht. Sagt er im Stück alle zwei Sekunden später. Ich habe nämlich nur meinen Golem. Ich habe keine Leichen. Wenn nicht, dann müssen wir uns beide beleben. Das ist eine sehr ungünstige Position, wobei beide am Sterben sind. Ja, das ist ganz blöd. Und jedes Mal, wenn wir uns wiederbeleben, wird das noch schwieriger. Ja. Naja, wir... ja, ja, stimmt, wenn wir uns selber wiederbeleben, genau. Ja, klappt ich mit meinem Golem sehr gut. Oh, der hat meinen Golem getötet, scheiße. Oh nein. Was war das denn für eine Schleimexplosion? Ja gut, du hast nicht alle Gegner getriggert. Hier sind noch zwei. Der macht irgend so eine Schleimexplosion, ey. Ja, ja, ich weiß. Ja, jetzt habe ich mal eingesammelt, das wollte ich doch gar nicht. Das ist der dritte Explosionsangriff in diesem Dungeon. Hier sind nur Explosionen. Betäubt den! So gut. Los, brav, Golem. Ich wette, man könnte irgendwie... Oh, was? Oh nein! Da kam der Gegner zurückgerannt, ey. Ich hatte den doch... Boah, der war so gut wie tot. Ja, der war fast tot, habe ich gesehen. Der kam einfach zurück. Ey, der hat mich mit einem Angriff, hat der mich getötet. Aber er hat so einen Wellenangriff. Ja, dieser komische Schleimangriff. Der haut auf den Boden und dann kommt so eine riesige Schleimexplosion. Boah, wieso hat man das gewonshottet? Ja, macht bei mir auch so viel Schaden. Oh, ey, das kotzt ab. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier weiter. Ah! Ja, ey, das nervt grad übel. Was war das denn jetzt, Daniel? Wieso bist du denn schon wieder tot? Wir haben zwei Explosionen. Auf geht weg, aus dem Stück. Diese Explosionen tun so weh. Ist das schon wieder als ein Dungeon, den wir schon wieder nicht schaffen, ey. Na Gott, ich dachte, ich wäre ein Gegner. Okay. Dann müssen wir ja noch hier machen. Töte den angebundenen Kaplan und nehmen verbotener Schlüssel. Ja. Boah, sehr echt. Was ist diese Explosion, Mann? Was ist er denn? Ich bin so aufs Randalieren fokussiert. Na, bitte, keine Falle. Oh, sehr gut. Gott, kann ich auch noch getroffen werden, wenn ich hier drin bin? Oder nicht? Ich komme ja so ein bisschen auf. Dann ist der nächste Boss, sehe ich gerade. Genau um rechts hin, da ist der Boss. Ich muss warten. Ah, Mann. Oh nein. Oh, das ist jetzt unangenehm. Ah, ich bin angekettet, fuck!
Nein. Oh, ich geh nicht. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Ah, Mann. Oh, Mann, ich bin auch nicht runter. Oh, ich bin angekettet, deswegen. Ah. Ja, ja, ich weiß. Ich verdammt auch. Ich tue mich die ganze Zeit hier auch. Boah, nee. Warte, ich mach. Ich habe nur gesehen, wie ich meine Tränke die ganze Zeit benutzt habe. So, nein, nein, nein. Ich konnte mich auch nicht. Ich war auch angekettet, habe ich ja gesagt. Ja. Boah, ey. Ich konnte nichts mehr sehen, weil ich von den ganzen Gegnern um. Oh, die Karte kann ich noch aufrufen, wenn ich tot bin. Dann sehe ich so ungefähr, wo du bist. Oh, geht doch mal drauf. Aber wir hätten sofort hier mit dem Blitzen hingehen sollen, ey. Wäre bestimmt schon tot gewesen. Hm. Oh, wo geht's jetzt lang hier? Ah, nach rechts, rechts. Oben und dann nach links. Die nächste Kreuzung rechts. Aber mich wieder ein bisschen zu frustrierend hier. Ey. Ich stehe direkt vor dem Boss, aber. Ja, das ist mir schon klar. Ey. Das... Oh, geh weg mit dieser scheiß Wichskette. Oh, ja, echt? Ist ein Anker gebundener Kaplan. Sklave der Glocken. Oh, 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 oh. Ah. Ist so wieder angekettet. Mach ich auf was? Okay. Ah, Explosion. Ah, Explosion. Ah. Ah. Okay. Die alte Zagabunkirche müsste. Warte mal, Paragon-Punkt. Doch ich höre. Wieso konnte ich das nicht einsammeln, der Tagebuch? Sie riefen nach mir. Du hast jetzt eingesammelt? Ja. Ich muss diese. Ja, ich konnte die nicht einsammeln. Das ist jetzt weg. Ich muss sie befreien. Okay. Ne, hier war noch ein Schlüssel. Ja, da war ein Schlüssel und eine Tagebuchseite. Die ist jetzt weg. Okay. Ich werde darin ertrinken. Es gibt. Da wird auch nichts bei mir abgespielt, Gott. Ich kann kaum so nachdenken, weil diese verdammten Glocken durch meinen Kopf hallen. Da redet über Glocken. Er kriegt die Glocken nicht aus dem Kopf. So, müssen wir hier überhaupt hin? Ja, ne? Irgendwo müssen wir wieder eine Tür finden. So, was ist denn hier schon wieder los? Ich bin noch nicht bereit. Aber was macht der da? Mit dem roten Explosion gesehen! Ich muss warten. Ich muss warten. Okay, was ist das denn hier? Inferno Albtraum Siegel. Na, da waren wir ja auch schon. Ja, okay. Ja. Wenn ich bekannt vor. So, ich glaube, wir haben ja die Tür. Sehe der Ausgang. Ich würde ja gerne raus. Unsere Chancen sind. Ich weiß nicht, wie gut die stehen. Unsere Rüstung ein bisschen down. Ja, ein bisschen, ne? Gehen wir einfach hier raus. Besiegt die ertrunkene Seehexe. Dann wieder. Also, die Bosse hat immer dieselben, ey. Was? Was? Hab ich ihn getroffen? Autsch! Ja, vielleicht hat er. Lass dich nicht so auf. Boah,
Aua. Ich muss warten. Komm her, Schlag. Oh Gott, wie viele Gegner sind ja auf einmal. Ha! Anna, Anna! Und die können alle explodieren, wahrscheinlich. Ich hab die alle zusammengezogen. Ja. Immer auf die Wampe. Immer auf die Wampe. Okay, wer hätte mich da nicht getroffen? Ich bin auch nicht bereit. Ah, ihr Wicht, der geht weg von mir. Ah, die hat mich erwischt! Nein! Nee. Oh, ich bin gerade ausgewichen, da hat mich genau diese Scheiß von denen erwischt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ey, pass auf! Ja. Ah. Oh, okay. Jetzt aber weggeklemmt, Psycho, ey. Aua. Ah, die ist schon fast down. Okay. Boah, ich krieg auch nicht mal gelevelt. Okay. Ein paar Komplikationen, aber. Hm, ging doch noch. Ja. Wieso unter Komplikationen verstehst? Nächtlicher Schrecken. Oh, so nennen mich die Leute. Weil du den Leuten in den Zimmer guckst oder was? Bei Nacht. Oh, ich hab nichts Besonderes bekommen, leider. Zurück nach Kyoverstadt zum Verkaufen. What? Verrosteter Schlüssel. What? Wir haben gerade einen verrosteten Schlüssel gefunden. Okay. Lag ja am Boden. Habe ich mal eingesammelt. Wird schon für irgendwas wichtig sein. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich pack den neben meinen Kopf. Hier steht noch einer. Hier liegt noch einer. Jetzt habe ich den aufgesammelt. Jetzt habe ich den immer. Was? Was jetzt habe ich den. Habe ich den aufgesammelt dann. Oder weiß ich nicht, was das ist. Inferno habe ich Stufe 22. Ja. Ja, gleich gucken, ob wir machen können oder schaffen. Warte, aber ja, es geht nicht. Gebietsgegenstand wird fallen gelassen. Ach so. Der gehört zu diesem Gebiet, der Schlüssel. Ah, okay, ja. Das kann man wahrscheinlich hier noch mehr machen in dem Dungeon. Braucht ihr Schmiedekunst? Aber wir haben doch damit die Tür geöffnet. Hm, egal. Okay. Wir wollen da sonst noch sein. Ultimative Waffe.